Was derzeit an den Märkten passiert, ist faktisch ein Psychokrieg, nämlich ein Psychokrieg zwischen den Märkten auf der einen Seite und der Fed auf der anderen Seite. Die Märkte sagen, Mensch Fed, du bluffst doch nur, du kannst nicht ewig die Zinsen weiter anheben und oben halten, sonst knallt die Wirtschaft richtig runter und außerdem ist die Verschuldung viel zu hoch, die Zinsbelastung dann viel zu hoch, das ist das eine. Und die Fed sagt, naja, ich will aber auf jeden Fall verhindern, dass die Inflation wieder zurückkommt, denn das ist mein Auftrag, den man von Joe Biden bekommen hat. Daran war die Neunominierung von Jerome Powell gekoppelt. Bringen wir die Inflation nach unten, und wenn wir jetzt erste Umkehrsignale an die Märkte geben, dann gehen die Märkte nach oben, dann steigen die Rohstoffe, dann wird der Dollar schwächer. All das ist inflationär, und dann dürfen wir gleich wieder anfangen mit dem Kampf gegen die Inflation, weil eben die Financial Conditions sich so stark lockern. Und ich hatte gestern getitelt, killt Paul morgen die Rallye, nämlich die Fed Bluffed Rallye, und man musste nicht bis morgen, also respektive heute warten, wo ja Jerome Paul eine Rede halten wird in Schweden, sondern er hat gestern schon seine Truppen losgeschickt, nämlich Daly von der San Francisco Fed und Bostic von der Atlanta Fed, und beide haben richtig draufgehauen auf diese Rallye, und siehe da, die Märkte haben reagiert. Daly sagte unter anderem, es gibt ein Agreement unter den Fed-Mitgliedern, dass Inflation is more persistent, also die Inflation dauerhafter ist. Echt, eigentlich sehen wir derzeit, dass die Inflation in den USA deutlich zurückgeht. Aber heute, wie gesagt, die Rede von Jerome Powell und diese hawkischen Aussagen der Fed-Mitglieder. Und dann die daran geknüpfte Erwartung, naja, wenn der Powell morgen sich ähnlich äußert in Schweden, dann nehmen wir lieber mal die Gewinne mit, und wir sehen, wie das hier nach unten gegangen ist. Hier ein Kommentator bei Finanzmarktwelt sagte, wie ich finde, sehr, sehr gut, beim Sell-off heute im späten Handel gehe ich von einem Gewinnmitnahme aus Angst vor der Powell-Rede. Ich denke aber, diese Rede wird eher ein Null-Event und eine neue Rallye starten. Das halte ich für eine sehr kluge Einschätzung. Powell hat seine Truppen wahrscheinlich gestern schon losgeschickt. Heute wird gar nicht so viel kommen. Wenn nichts kommt, sagen sich die Märkte, siehst du, das ist doch erstmal schick, und dann gucken wir uns vielleicht die Daten am Donnerstag zur US-Inflation an. Also das wäre ein denkbares Szenario. Aber nochmal zurück zu den Truppen von Jerome Powell. Daly sees Fed raising rates above 5%. Wie, how far is unclear. Also mindestens 5% wird es sein. Dann Bostic. Wir werden die Zinsen über 5% für eine lange Zeit halten, well into 2024, also nicht nur jetzt dieses Jahr 23, sondern sogar noch ins Jahr 24 rein. Jener Bostic, der im Mai 21 noch gesagt hat, naja, also wir müssen doch die Zinsen nicht anheben mit der Inflation, das ist alles vorübergehend, aber hier unten sehen Sie den Grund, warum die Fed eben so panisch ist. Im Prinzip, Inflation ging rauf, dann die Fed die Zinsen angehoben, Inflation ging wieder runter, Fed die Zinsen gesenkt, Inflation ging wieder rauf. Das will man unbedingt vermeiden, davor hat man Angst. Ja, aber die Inflation ist persistent, ist dauerhaft, das kann ich aus diesem Chart nicht entnehmen. Wir sind im Juni gewesen bei 9,1, jetzt sind wir bei 7,1, am Donnerstag erwartet 6,5, also der Abwärtstrend, der ist ja eigentlich auch völlig klar, auch zum Vormonat jetzt ein Anstieg von nur 0,1%, der erwartet. Wir sehen auf der anderen Seite, die Inflationserwartungen fallen, gestern die Umfrage der New Yorker Fed. Wir sehen, die Wirtschaft in den USA schmiert ab, Einkaufsmanager Indizes im freien Fall, sowohl PMI Service als auch PMI Manufacturing, also praktisch Gewerbe und Dienstleistung, beides jetzt unter der Marke von 50, also kontrahieren. Goldman Sachs sagt jetzt in einer neuen Datenanalyse, die Inflation verlangsamt sich scharf, slowing sharply, wo man hier einzelne Komponenten untersucht und sagt, naja, wir werden schon bei der Kerninflation in diesem Jahr unter 3% landen. Damit könnte die Fed ja fast schon wieder leben. Also eigentlich ist das, was die Fed uns da erzählt, alles totaler Bullshit. Aber wenn wir uns eben vergegenwärtigen, was da eigentlich das eigentliche Interesse ist, sie fürchtet eben dieses Wiederaufflammen der Inflation. Das will man unbedingt verhindern. Und man weiß, wenn man jetzt irgendwelche Signale gibt an die Märkte, ach, wir werden sie jetzt nicht allzu scharf handhaben,
dann hat man das gleiche Problem wieder. Und das ist eben genau der Punkt. Hier sehen wir, dass auch deflationäre Kräfte aus China kommen, weil die Wirtschaft dort so schwach ist. Hier sehen wir, dass Price and Wage Gains slowed im vierten Quartal. Chinas Wirtschaft ist nicht gerade gut aufgestellt. Das heißt, hier sehen wir praktisch deflationäre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Auf der einen Seite, deswegen stimuliert jetzt China auf der anderen Seite, um diese wirtschaftliche Abschwächung zu bekämpfen, die so oder so kommt. Hier JP Morgan Chase Survey, die meisten Firmen erwarten eine Rezession in 2023 und wer eine Rezession erwartet, verhält sich dementsprechend. Self-fulfilling Prophecy, wir sehen auch, dass knapp 2/3 aller Konsumenten eine Rezession erwarten, selbst wenn die Inflation zurückgeht. Wir sehen, dass die Kreditkartenschulden, die Autoloans, Student Loans jetzt nach oben drehen bei den Delinquency Rates, also dass die Ausfallquoten steigen. Wir sehen, dass die Leute weniger in ihren Bankkonten praktisch parken können, weil sie eben nicht so viel Geld haben. Wir sehen gleich, warum das der Fall ist. Aber dann sagt Daly etwa von der Fed, und das zeigt so diese ganze Widersprüchlichkeit, mit der die Fed derzeit zu tun hat: Wir erwarten, dass die Wirtschaft abschwingt. Das würde ja schon bedeuten, dass sehr wahrscheinlich auch die Inflation eben dann abschwingt. Wir erwarten, dass der Arbeitsmarkt ein bisschen abkühlt, und die Fed ist completely data dependent, also wir sind total datenabhängig, aber auf der anderen Seite schließt man aus, dass man 2023 die Zinsen irgendwie senken könnte. Das ist ja das Gegenteil von datenabhängig, also es ist ein Widerspruch in sich selbst, aber aus der Interessenslage und der Auftragslage der Fed ist eben verstehbar, wie sie agiert und sich dann selber natürlich auch in Widersprüche verwickelt. Hier sehen wir mal die Terminal Rate Expectations und die Financial Conditions, die ziemlich stark auseinanderklaffen. Das kann und wird der Fed nicht gefallen. Und Steve Leisman von CNBC hat es gestern auf den Punkt gebracht. Paul hat mehrfach schon gesagt, naja, um die Inflation zu bekämpfen, müssen wir Schmerzen verursachen für Haushalte, für die Wirtschaft. Bostic hat das jetzt vielleicht sehr, sehr klar gemacht. Wir werden die Zinsen nicht senken. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Was ihr wollt, natürlich verwickelt man sich da in Widersprüche. Natürlich ist das faktisch Nonsens angesichts einer solchen ökonomischen Situation, aber aus der eben beschriebenen Interessenslage eben erklärbar. Hier sehen wir diese Financial Conditions. Wie gesagt, wenn die sich lockern, wenn die Renditen weiterfallen, wenn die Rohstoffe weiter steigen, wenn die Aktienmärkte weiter steigen, da entsteht Nachfrage, diese Nachfrage schürt wiederum die Inflation. Die Fed hat in ihrem Protokoll letzte Woche klar gemacht, wir wollen kein Easing der Financial Conditions haben, also klarer kann man es nicht kommunizieren, und deswegen muss die Fed agieren. Jetzt hat, wie gesagt, Paul gestern seine Truppen vorgeschickt. Ich kann mir gut vorstellen, dass heute gar nichts kommt und dementsprechend nach diesem Rücksetzer durchaus etwas nach oben gehen kann wieder. Wir sehen hier eben dieses Mantra, in dem wahrscheinlich die meisten Marktteilnehmer noch verstrickt sind, wie die Maverick of Wall Street hier schreibt. Die sagen, wann die Fed muss doch bald passieren, wann wird sie das tun, aber die Fed kann es nicht. Das ist genau das Problem, und je mehr die Märkte in diesem Psychokrieg gegen die Fed agieren, umso weniger kann sie eben diesen Pivot machen, umso weniger kann sie die Zinspause wirklich einlegen. Das ist das Groteske der derzeitigen Situation. Wir sehen, dass die Financial Conditions sich schon wieder deutlich gelockert haben, seit die Fed in ihrem Protokoll eigentlich genau davor gewarnt hat, und Maverick of Wall Street weiter. 22 war eben das Jahr Inflation und praktisch der Einfluss der Inflation auf die Geldpolitik der Fed. 23 wird dieser Fokus, weil die Inflation runtergeht, sich dann mehr und mehr wahrscheinlich auf die Rezession verschieben. 22 hieß es noch, okay, wenn die Inflation nach unten geht, dann kann die Fed oder muss die Fed die Zinsen nicht so anheben, also Aktien nach oben. 2023 wird es heißen, je höher die Rezessionswahrscheinlichkeit, umso schlechter für Aktien. Das ist ein bedeutender Gamechanger, den Mike Wilson aus meiner Sicht erkannt hat. Deswegen sagt er, this could get very ugly, very quickly. Er selber ist offenkundig schon short bei 3.900, war ein bisschen früh. Wir sind dann nochmal 60 Punkte
gelaufen. Wir sehen, dass die Umsätze gestern gestiegen ist. Hedgefund Community hat das größere Geld ist jetzt wieder am Start. Morgan Stanley sagt, wir erwarten, dass der S&P 500 auf 3000 fällt im Jahr 2023, eben wegen diesen Rezessionsrisiken, die natürlich maßgeblich auch durch die Fed getriggert werden. Die will eine höhere Arbeitslosenquote. Sie hebt die Zinsen in eine Rezession an. Sie hat im Prinzip, ist sie für die meisten Bewegungen an den Märkten verantwortlich. Vielen passt das nicht, aber es ist der Fall. Man muss darüber berichten, wenn es der Fall ist. Das ist der Trigger für die Märkte schlechthin. Wir haben es ja gestern einmal mehr gesehen. Diese hawkischen Kommentare haben diese Rallye praktisch dann kaputt geschossen. Dafür ist die Fed eigentlich nicht gegründet worden, dass sie derjenige ist, der die Märkte rauf und runter bewegt. Und hier auch dieser Kommentar, der vernünftig ist. Die Märkte hätten jeden Grund, wirklich tiefer runterzubrechen jetzt in dieser Situation. Sie tun es aber nicht, obwohl uns die Fed hier eigentlich klar sagt, dass sie das nicht will. Also arbeitet, kämpft man gegen die Fed, und das sehen wir übrigens auch bei den Junk Bonds, also praktisch der vulnerabelsten Stelle der US-Wirtschaft, nämlich diese bonitätsschwachen Unternehmen, die Unternehmensanleihen begeben. Da sehen wir null Stress, die entwickeln sich sogar besser, diese Junk Bonds, als die Aktienmärkte. Das heißt, solange die Junk Bonds nicht wirklich in Stresssituationen kommen, werden wir diesen tiefen, heftigen Abverkauf, den ich dennoch noch erwarte in diesem Jahr, vielleicht sogar und wahrscheinlich sogar im ersten Quartal, solange werden wir den nicht sehen. Es fließen sogar viele Mittel in diese Junk Bonds. Viel Geld fließt in diese Junk Bonds. Unten sehen wir, dass die sich besser entwickeln eben als die Aktienmärkte. Derzeit ist eine sogenannte positive Divergenz. Und hier schauen wir mal. Gestern kamen die Daten zur Kreditvergabe. Consumer Credit 7,1% gestiegen im November. Revolving Credit 16,9%. Non-Revolving Credit 3,9%. Aber hier sehen wir mal bei den Kreditkarten zum Beispiel, wie krass teuer diese Kreditkartenschulden geworden sind. Das heißt, die Leute, die haben richtig ein Problem, die werden gesqueezed durch diese Zinsen, die sie da bezahlen müssen. Die Inflation hat ihre Lebenshaltungskosten gesteigert, das können sie sich nicht mehr leisten. Also wollen sie aber so weiterleben wie bisher. Das geht auf Pump zu diesen Kosten. Die werden früher oder später weniger konsumieren können, was die US-Wirtschaft dann nach unten bringt. Und dann wird sich die Fed etwas einfallen müssen, lassen müssen, wenn wir dann eine ziemlich dicke Rezession haben. Warum sie unbedingt auf jeden Fall nicht die Zinsen senken will in 23. Es ist grotesk. Schauen wir uns hier noch kurz die Charts an, meine Damen und Herren. Hier oben sehen wir den Nasdaq 100. Hier sehen wir diese unschöne Kerze. Ein deutlicher Anstieg. Dann praktisch eine wirklich nicht gerade charttechnisch erstmal toll aussehende Kerze hier im oberen Chart. Unten sehen wir, dass wir aber durchaus eben an diesen Abwärtstrend noch laufen können. Wir haben viele positive Indikatoren, die nach wie vor keinen Abverkauf anzeigen. Das nur nebenbei. Hier sehen wir, warum wir gestern scheitern mussten irgendwann nach dieser fetten Rallye. Da sehen wir den SPY, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500 mit einem RSI im Bereich 80. Das war einfach zu krass. Markets are setting up for a tech-led squeeze higher based on extreme short positioning, sagte JP Morgan. Also viele sind short positioniert, abgesichert. Dementsprechend wäre eben der Weg des größten Schmerzes kurzfristig auf der Oberseite, mittel- bis langfristig wird aber dann sehr, sehr wahrscheinlich nochmal etwas nach unten kommen. Hier sehen wir jedenfalls, dass wir bald vielleicht dann wieder im kurzen Zeitfenster gute Einstiegsgelegenheiten finden. Schauen wir uns hier diesen oberen Chart mal an, das ist der S&P 500. Der könnte eben auch noch durchaus bis zur Abwärtstrendlinie laufen. Bei 4000 Punkten wären jetzt wieder über 100 Punkte auf der Oberseite, und unten sehen wir den WIX, der gestern zwar eine positive Kerze gemacht hat, aber nicht über seinen 50er Durchschnitt gekommen ist. Mal sehen, ob er es heute schafft im Umfeld der Rede von Jerome Powell, die entweder etwas stark bewegen wird oder halt ein Non-Event wird. Wir wissen es noch nicht. Zwei Hinweise, und das weiß ich positiv, will ich Ihnen geben. Zu tiefer Gaspreis schafft ein neues Problemszenario. Die Welt ist ausreichend verrückt, dass auch ein niedriger Gaspreis für uns ein Problem sein kann. Erste Artikelempfehlung. Und zweite Artikelempfehlung, Goldpreis bricht nach oben aus, $1000 als nächstes Ziel. Zwei Artikelempfehlungen, also schauen Sie mal rein, 15 Uhr, Rede von Jerome Powell, da werden wir das abbilden, was da passieren wird. Ansonsten heute Abend das Marco Flüster, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.